Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder ein ganz einfaches Rezept. Oreo-Kekse gehören zu meinen Lieblingssüßigkeiten und heute gibt es bei mir diesen leckeren Gugelhupf mit Oreo-Stückchen im Kuchen und auf dem Kuchen noch oben drauf. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich diesen zubereitet habe, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Als erstes kommen die Oreo-Kekse aus einer Packung in einen Gefrierbeutel und werden mit dem Nudelholz klein gemacht. Danach kurz zur Seite stellen, in einer Schüssel das Mehl mit Backpulver und einer Prise Salz verrühren. Nun in der Rührschüssel die Butter zusammen mit dem Zucker kräftig verrühren. Die Eier nacheinander hinzugeben und kräftig weiterrühren. Jetzt kann nach und nach die Mehlmischung hinzugegeben werden. Anschließend noch der Schmand. Der Teig ist, wie ihr sehen könnt, richtig schön cremig geworden. Es fehlen jetzt nur noch die klein gemachten Oreos. Diese hebe ich vorsichtig unter den Teig. Es kann jetzt die Gugelhupfform mit Butter und Semmelbrösel vorbereitet werden, sodass dann der Teig auch gleich hineingegeben werden kann. Verteilt ihn in der Form gleichmäßig bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 bis 50 Minuten im Ofen backen. Macht hier nach dem Backen eine Stäbchenprobe. Nach dem Backen für etwa 15 bis 20 Minuten abkühlen lassen. Dann könnt ihr den Kuchen vorsichtig stürzen. Die drei Oreo-Kekse auf einem Brettchen mit einem Messer klein hacken. Für den Zuckerguss Puderzucker mit Milch verrühren. Den Zuckerguss über den Kuchen verteilen. Und gleich danach die gehackten Oreo-Kekskrümel drüber streuen. Jetzt nur noch trocknen lassen und schon ist dieser köstliche Kuchen fertig. Ich hoffe, mein Rezeptvideo hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und lasst ein Abo da, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Rezeptewelt. Tschüss!